Okay. Ich denke, es gibt dann nachher vom Schiff des liegenden Holländers gibt es dann bestimmt auch einen kürzeren Weg wieder runter ins erste Gebiet. Gut möglich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, die Gulagun. Ja, genau. Die Gulagun. Ja. Glaub, die das hat mir ganz schön wehgetan. Katsching. Katsching. Überall Schiffe. Gestrandete Schiffe. Vielleicht kommt Patrick und sagt noch. Ah, jetzt werden wir hier mit Wurstellen zugeschissen, ne? Ja, ist klar. Zugeschissen. Du brauchst auf jeden Fall Sandy. Oh nein, der Groovy-Bottom-Mann. Ja, das ist der einfach rausgegangen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Dabei wollte ich doch gerade den Digimon-Song abspielen. In deinem Traum, deinem Wahr. In deinem Weg stelle dich bei dir. Geil. Ich finde das toll, schön, dass wir zusammen das Team gesungen haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen sollte, aber das mit einem Arbeitskollegen und seinem Sohnemann fand das nicht so schön. Achso, ja. Vielleicht sollte ich das nicht genau im Detail ansprechen, nee. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich, keine Ahnung, also der schaut das hier jetzt nicht, aber ja, ich finde das auch natürlich nicht so schön und das habe ich ihm auch zu verstehen gegeben. Hast du ihm richtig einen reingehauen? Ich hab's hier ins Gesicht! Nein, aber ich habe ihm natürlich gesagt, dass das nicht so cool ist, wie er darüber denkt. Und ja, man muss aber dazu sagen, also das ist, dieser Arbeitskollege, der, soll man das sagen, also... Weißt du, wir haben den Kontext nicht einmal irgendwie erläutert, worum es überhaupt geht, das finde ich willkommen, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich so erwähnen sollte. Nein, muss aber man nicht, muss man nicht. Aber der Arbeitskollege ist auf jeden Fall sehr einsam. Es handelt sich um eine Thematik, die heutzutage immer noch kontrovers ist, obwohl sie nicht kontrovers sein müsste. Ja. Und dieser Arbeitskollege trinkt auch gerne sehr viel Alkohol und hat des Öfteren Schlägereien, ist auch nicht mehr verheiratet und seine Frau hat das Sorgerecht. Ja. Das klingt irgendwie gut so. Ja, ja, ja. Ja, egal, ich judge nicht, das sind Menschen. Ja, sollen sie machen. Da kann ich nicht viel erwarten. Oh Gott, das ist ein sehr schlechtes Bild von mir. Ja, nein. Oh, guck mal, wie viele Bubbelblasen, mach das nochmal. Okay. Yeah. Geil. Also, wenn man, so den Sound vom Spiel ausstellt und dann manchmal nur die Geräusche vom Spiel hat, dann ist das fast wie ASMR. Ich meine, hörst du dieses Geräusch? Ja, das habe ich gehört. So. Aber ich habe an etwas anderes gedacht. Oh nein. Oh, die Schiffe sind ja da, hä? Boah, wahrscheinlich werden heftig. Wir gleich irgendwie dann da hinten hingeschossen oder so. Wieso ist dein Friedhof eigentlich so groß? Ich weiß nicht, also er ist vor allen Dingen voll komplex aufgebaut, ey. Ja. So irgendwelche Plattformen, die sich bewegen, so, das ist schon... Also ich glaube, das war jahrelange Arbeit. Boah, Bubbelblasen, oh mein Gott! Ohoho. Wie viele Bubbelblasen hat SpongeBob denn in sich? Ganz viele, Boboshi! Wer ist die Bubbelblase? Ich greife wieder an. Oh shit, ich hab seine Rakete mit meiner abgewehrt, ey. Alter, heftig. Autsch. Das ist okay, Alter. Auge um Auge. Ah, du dumme Sau. Oh, Alter, da kann dir voll Blubbelblasen machen. Kann ich den eigentlich auch... Nimm das. Okay, das hat irgendwie funktioniert. Das war... Ist egal, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Finde ich in Ordnung. Der Rest ist nicht wichtig. Oh ja. Ahaha. Jetzt macht's bumm. Hiha. Oh, das wird jetzt ein bisschen koordinierter, Daniel. Siehst du die Flaggen? Shit. Aber erstmal will ich darüber. Ich glaube nämlich, wir können uns hier
Oh ja. Yeah. Oh, es wird Zeit für den Bungee Jump. Das ultimative Randalier-Erlebnis. Shit, ist das der Höllensog? Oder ist das das Bermuda-Dreieck? Oder? Na, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, in der griechischen Mythologie würde man sagen, das ist der Styx oder so, aber der ist viel zu klein, um der Styx zu sein. Da schwimmen die Seelen der Verstorbenen drin, in endloser Folter. Ja. Ist das nicht der Hades oder so? Ja, Hades ist der Gott der Unterwelt. Ah, stimmt, Hades war ja der Gott. Okay, scheiß auf die Dinger, ehrlich. Ja. Niemand braucht das. Da ich momentan auch römische Mythologie und so weiter lernen muss, ich lerne nicht nur die Sprache, sondern auch die Geschichte. Ist doch voll toll. Ja. Muss ich sagen. Wo alle. Die haben voll die Griechen kopiert. Und die Griechen hatten eine tolle Mythologie. Durch Assassin's Creed Odyssey habe ich da so viel dazugelernt. Das ist echt interessant, was die. Also es ist viel Gequatsch, was bei denen in der Mythologie so ist, aber dafür sind die Geschichten umso cooler, die dahinter stehen. Ja, auch ja. Wenn das alles so nie stattgefunden hat, aber zumindest zum größten Teil. Man weiß schon. Wie eine Frühlingsbrise. Nee, ich will jetzt. Keine Ahnung. Also, ich meine, Leute, wenn ihr an Gott glaubt, dann warum glaubt ihr nicht an Zeus, ey? Ja, Mann, genau. Ja. Lass ihn Dreck fressen. Ja. Nein! Nein, du warst zu früh. Oh mein Gott. Nein. Wow. Oh. Du musst es im Zack machen. Einmal. Plapp. Plap, plap, plap. Plap, 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 plap. Oh. Nochmal. Plap, 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 plap. Oh. Irgendwie. Du bist zu heftig. Aber irgendwie hat er auch nicht genug Power, wenn ich es langsamer mache. Mhm, das stimmt. Der rutscht ja dann runter. Ja. Aber irgendwie habe ich es ja auch gerade eben beim ersten Mal geschafft. Ich weiß auch nicht. Vielleicht solltest du bleib doch drauf und dann könntest du dann einfach hinstellen. Ja, bleib doch drauf, du Arsch! Aber warte mal, kann ich das so machen? Nee, so geht, oder? Ich kann es mal probieren. Nee, okay, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, aus der Perspektive würde ich es lieber machen. Ne. Ah, das wird das Kryptonit. Ah, na, mach zu schnell. Das ist der Sponginator. Oh yeah. Oh, das früh blärt. Oh. Schoolbeat, was? Okay. Was? Was? Du hast gerade Sukabliat sagen wollen? Nein, früh blärt. Keine Frag Ahnung, mich nicht, was das heißt. Aber Sido hat so einen Song und der eine Typ, den er featured, der ist der Russe und der sagt auch Rupiat. Der Russe. Ja, man, es gibt einen Rapper, der heißt der Russe. Hey, immerhin. Weiß er, was er ist. Ja. Also er versucht, sein Image nicht zu verstecken. Ja, Tadeus, was geht? Michael Rape ist kein Fake-Image. Genau. Das natürlich auch. Ja, ja, ja. Oh, da kann man zum Schiff des fliegenden Hollanders. Okay. Auf geht's. Reisen wir zum Schief. Oh shit, Mr. Krabs ist natürlich auch hier. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ja, da gehst du dann zurück. Drück, ja. drück. Ha. Hallo, mein Junge. Ist so düster, ey. Oh, guck dir diesen Mond an. Der ist richtig grün. Das ist ein wunderschön gezeichneter Mond. Ahoi, SpongeBob! Schrub das achte Deck! Ach Gott. Ja, das ist SpongeBobs Humor. Ach, den Scherz habe ich schon mit Thaddeus gemacht, Mr. Krabs. Tja, der ist ja auch gut, hm? Aber klar! Dann ist deine Aufgabe jetzt folgende. Zerstöre alle Stromgeneratoren auf dem Roboterschiff. Dann! Also als würde das darauf folgen, ich liebe es. So, genau, so vollkommen out of context auf einmal. Ja, dann ist deine Aufgabe jetzt das hier. Ich weiß, gutes Wetter heute. Aber dann ist deine Aufgabe jetzt folgende. Sobald der Wobei, Strom er will, ist, soll ja das kannst du die Kanonen des Hollanders abfeuern, um das Roboterschiff zu zerstören.
So, ja gut. Ja, in der Hinsicht soll er das hier quasi bereinigen. Ja, ja. Ja, ja, oh, das ist voll deep, ey. Kanonen klar, Mr. Krabs. Ich weiß nicht, ob man das Wort deep dafür benutzen doch, sollte, doch, aber ja. Doch, doch. Da steckt mehr dahinter, als man im ersten Augenblick sieht. Du hast es herausgefunden, weil du bist Philosoph. Ja, das ist meine Aufgabe. Ja. Genau, die Geheimnisse der Welt zu erkunden. Die Geheimnisse von Videospielwelten. Im Busen der Menschheit deinen Anus auszustrecken und irgendwas. Bitte was? Im Busen der Menschheit meinen Anus auszustrecken, was? Oh nein, das wird wehtun. Ihm ist gar nichts passiert. Wow. Ich werde wieder hier abgesetzt. Weißt du, stell dir vor, du wärst ein Schwamm und müsstest Eichhörnchenschwänze aufsammeln und dann stirbst du und die verbrauchen sich und dann hast du ein Game Over, aber es ändert sich absolut gar nichts. Ja. Ja, verstehst du? Naja. Ja. Ja, aber du hast eine elendig lange Sequenz, die du... Ich glaube, du solltest erstmal da auf die Kanone drücken, bevor du rüber gehst. Weil die Kanone macht dann bum bum. Oh. Ja, ich muss alle... Aber gut, dass du mich trotzdem dran erinnert hast, weil sonst hätte ich nachher nochmal runterspringen müssen. Ich hoffe, ich kann den Typen von hier erwischen. Einsatzleitung. Es kann losgehen. Ja, aber ich denke, das wird ein bisschen dauern. Problem ist jetzt sein Blasenbubbelschild hier. Ja, ja. Du musst näher ran, aber das geht ja nicht. Du kannst weil die da drauf hier. Und jetzt. Ah, ja. Oh, du kannst auf dem Salto stehen bleiben. Oh, shit. Ja, okay, den muss mich ganz nicht interessieren. Ah. Ja, Bowling Action gibt's hier. Na Gott, das Roboterschiff ist voll von tödlichen Dingen. Hilfe! Oh nein, das ist eine Maschine! Oh nein, du musst erstmal da oben irgendwas wegmachen. Oh. Oh nein, Spongy, keine Angst. Und du kannst doch den Torpedo machen, genau. Ja. Yeah. Auch eine? Moment. Oh. Oh. Wow, die Dinger sind schneller als ich dachte. Das ist ein Chip, da hinten auch einer ist. Probier's nee, da ist mal. Keine. Nee, da ist keiner, ist gut. Okay. Aber. Wie komme ich denn hier weiter? Den gerne. Sandy. Ach, muss ich vielleicht die. Ja, das weiß ich schon. Ich muss. Ah, okay, es ist hier. Ah, die Gulagi. Genau. Weg mit dir! Ja. Hat dir aber gar nichts getan. Ach, er ist schon wieder zu. Oder? Ne, hat noch gereicht. Oh yeah, von erst wegen mal hat von mir 5000 getan. Ab, oder? Das 100. Oh, die geben 100 Flocken. Aber trotzdem ist es bis 40.000 noch ein weiter Weg. Mhm, schrubb das Achterdeck. Genau so, das Achterdeck. So, gleich kann sich dieses Schiff nicht mehr wehren, es ist von innen heraus infiltriert. Ich glaube, Sandy kann auch vieles machen. Ja, wir müssen aber für Sandy, glaube ich, erstmal einen Aufzug runterlassen. So, da. Das macht Sinn. Wow, da war eine unten. Ne, war da eine Socke jetzt gerade darunter? War mir auch nicht sicher. Ne, es war nur eine Unterhose. Es war nur eine. Das wäre aber ein gutes Sockenversteck gewesen. Ja. So, fair und transparent. Sandy? Ja. Ah ja, reicht. Oh. Oh. Fair und transparent. Seit 21 Jahren. Was? Ist das irgendein Werbespot? Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Oder auch seit 16 Jahren eigentlich. Ich bin Marcel Davis. Ah, 1-1. Moment. Ja. Wird schon richtig sein, wo ich hier lang gehe. Ja. Machen die okay, heutzutage eigentlich noch was? 1-1? Ja. Ich glaube, die existieren, ja. Wow. Beeindruckend. Zur Existenz gehört erst viel dazu. Erstmal muss ich hier runter. Oh nein, ja, du hast keinen Spongy, der stampfen kann.
Jetzt hast du einen Spongy, der stampfen kann. Den hier machen, so, und dann... Säugetiere sind halt echt scheiße, die können nicht mal Schalter drücken. Ja, ehrlich, die können nicht mal einen Stampf auf den Boden machen, was ist das denn? Echt mal. Muss ja kein Seifenblasenstampfer sein. Aber, naja. So, ich hoffe, damit kommen wir wieder hoch. Oh, wo kommt... Oh, das, unerwartet. Kommt wirklich unerwartet, ja. Aber gut, Haya, Karate-Geräusche. Gut, ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, hier das. Das ist Nummer 3. Und jetzt brauchst du noch... Geh weg, da ist eine Socke in der Luft. Wo ist die Socke? Rechts von dir. Wenn ich jetzt runtergehe, muss ich das nochmal neu machen. Das ist ja auch neu. Was hast du denn hier oben? Wobei, ich muss eigentlich gar nicht so viel neu machen. Also eine Kanone muss ich noch aktivieren. Das ist die da in der Mitte. Ich sehe es gerade. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil... Ne, wir müssen nicht viel neu machen. Scheiße. Jetzt müssen wir ganz neu machen. Ja, ja. Oder komme ich... Warte. Du willst etwas schießen. Na, Theo. Na, okay. Geht doch. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Ja. Ja, und SpongeBobs Unterwäsche tragen. Wunderschön. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Ich habe schon lange keine Seifenblasen mehr gerochen. Ich muss sagen, ich mag den Geruch nicht so sehr. Schmeckt halt so, schmeckt halt, genau, riecht halt so seifig, ne? Hat man als Kind ja so richtig gegessen. Genuggelt, ey. Ich habe immer die ganze Flasche runtergekippt. Ist das giftig? Ich schätze schon. Nein. Achso. Haha! Alle Kanonen bereit. Jetzt brauchen wir den Spongebob. Jetzt gibt's Ärger hier. Und es kommt noch härter. Es wird Zeit. Ja, genau, Team Rocket. Es wird Zeit, das Achterdeck zu schrubben, ihr Hunde. Es ist doch schon geschrubbt worden. Nein, Mann. Jetzt wird geschrubbt. Okay. Und jetzt